Die Achse des Bösen, ne? Die Achsel des Bösen, Witze, unrasiert. Witze, über die man nicht lachen kann. Ich wäre wegen Keoma fast aus der Isolierstation ausgetreten. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ein wunderschönes, gar liebliches Hallo. Ihr hört den liebevoll-emotionalen Wohlfühl-Podcast mit ganz viel Liebe, Komma, no homo, Ausrufungszeichen, kleiner als drei, das ergibt ein Herz. Ja, Budo, du kommst gleich dran, keine Angst. Hier ist die Isolierstation, ich bin der Frankster und da ein kontinuierlicher Monolog meinerseits zwar interessant, lehrreich und vor allen Dingen anregend wäre, gerade für die weibliche Zunft, von der breiten Masse allerdings nicht gewünscht ist, habe ich auch in dieser Ausgabe wieder Mitstreiter in petto, die wir inzwischen als Delta-Team dieses Podcasts kennen. Das ist zum einen der Wirtschafts-, Steuer- und Liebesflüchtling, der Demon. Hallo? Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Frankster. Ich freue mich sehr, dass du mich hier auf meiner Yacht interviewst, wo wir gerade unterwegs sind nach... Ach, oh, Entschuldigung, das ist gar nicht Demons tolle Dinger, ne? Ja, und das ist zum anderen der Voodoo-Panz, der, wie wir in der letzten Ausgabe hören konnten, zwischenzeitlich zum Vorsitzenden seiner regionalen Parteisplittergruppe Die Linke Holzarbeiter emporgestiegen ist. Hallo Voodoo. Hallo Frankster, hallo Demon, hallo... Ich darf euch alle drei herzlich begrüßen. Boah, jetzt hast du schon jetzt hast du ja schon verraten, Mensch, denn wir haben es ja vor ein... Ach, oh nein, ja, kann man, ja, dann, nee, dann piep es. Dann nee, piep das, es. Ja, okay, es wird gepiept, ihr wisst an dieser Stelle, wenn ihr das jetzt hört, noch nicht, wer bei uns in der Sendung ist, weil ihr ja wahrscheinlich auch nicht auf das Videoamt-Logo im... Genau. In der Vorschau geklickt habe oder sonst irgendwas. Ja, wir haben es vor einigen Wochen bereits angesprochen, es war ein sehr kontroverses Thema, beziehungsweise es geht um eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Er ist ein besorgter Bürger, der kurzzeitig über seine Sorgen vloggte. Die einen nennen ihn einen politischen Populist, die anderen einen Fanboy von The Floyd und den Space Frogs. Ich freue mich besonders, dass er gerade heute seinen Weg zu uns in den Podcast gefunden hat, weil er gerade, und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, deswegen darf man es vielleicht ansprechen, zum zweiten Mal offiziell Vater wird. Ich sag mal offiziell, weil man munkelt ja, dass da zu Zeiten von Juck und Videoamt Aftershow-Partys richtige Sausen da gelaufen sind. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, aber macht nichts. Hallo Joe. Wie, du skriptest das? Ich mache mir Notizen. Ich überlege mir am Anfang, wenn so. Ich schon sonst nichts vorbereite, dann wenigstens, was man im Intro sagen könnte. Deswegen klingt das so flüssig. Okay, ja, cool. Ja, ja, nee. Das ist sehr beeindruckend. Ich wollte mich auch schon sagen, so, also Zunft und so, das sind so Worte, auf die wäre ich jetzt ja gar nicht so sehr gekommen. Das war sogar improvisiert. Ne? Das, weil ich, da spricht ein sehr altes Deutsch. Ja, das ist wegen seines blauen Blutes. Bei Joe freut es mich in doppelter Hinsicht, weil gerade ist, und ich habe jetzt auch gerade erst gelernt, wie man es spricht, die Republika, ich habe früher Republika gesagt, aber irgendwie höre ich jetzt im Netz jeden Republika sagen. Und ja, da bist du ja mit... Ich wissen, wie man vernünftig redet. Ja, gut, sei mal dahingestellt. Da bist du ja mit deinem Zwillingsbruder Christoph Krachten auch auf diversen Panels eingeladen zum Thema Webvideo. Also umso schöner, dass du Zeit findest, heute in der Isolierstation bei uns dich ein wenig auseinandernehmen zu lassen, wollte ich gerade sagen. Ja, gern geschehen. Ich konnte mich auch gerade so von dem Typen losreißen. Also es war nicht so ganz leicht. Gerade jetzt, was deinen neuen, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr so neuen Kanal angeht, es geht quasi um 10 Videos, die in einem kleinen Rahmen ja schon so ein bisschen eingeschlagen haben wie eine Bombe. Plötzlich warst du da mit Anfeindungen auseinandergesetzt, also etwas, womit du dich in deiner Webvideokarriere bisher sicherlich noch nie beschäftigen musstest, weil du schon immer Everybody's Darling warst. Das führte dem Hörensagen so weit, dass dich alteingestandene YouTube-Verlierer und Klugscheißer-Podcaster wie diese Spacken von der Isolierstation für deine Äußerungen zur politischen Lage verurteilt. Ja, ich möchte im Fall von Voodoo Panz sogar fast sagen, gedisst haben. Was hast du zu Leuten wie diesen? Ja, was hast du zu Leuten wie diesen? Du bist so Le Floyd, ne? Was hast du zu Leuten wie diesen? Ich habe keine Ahnung, ich höre den Track ja eigentlich nicht. Ich glaube, der eine hieß Wuddenschwanz und der andere hieß Dimmel. Haben die den Schuss noch nicht gehört? Was ist mit diesen Leuten verkehrt?
Da fragst du mich, oder was? Ja. Ehrlich? Ja. Die sind doch auch in der Leitung. Vielleicht fragst du die einfach mal selbst. Ey, was ist mit euch verkehrt? Ich kann dir sagen, was mit mir verkehrt ist. Aber ja, hau mal rein. Irgendwie weiß ich nicht so genau. Spaßfakt, für mich ist es eine ganz besondere Freude, dass Joe heute hier ist. Der ist nämlich so nett gewesen und war bei meinem allerersten Podcast dabei. Das war ziemlich cool. Damals stimmt, mit. Ja, Mann. Kann ja, ich mich kaum daran erinnern, das ist schon so lange her. Ja, das ist wirklich ewig. Mit Tens und mit noch jemandem. Ja. Ich weiß nicht. Achso, hier, Quink, genau. Ja, der Quink, genau. Ja, naja. Der nicht für den Webvideopreis nominiert wurde. Ich möchte hat er das laut rausgeschrien oder hat er das wie ein Mann ertragen? Ich glaube, er heult noch. Wir nehmen das ja jetzt hier am 3.5. auf. Gestern wurden die Nominierungen bekannt gegeben und ich habe seitdem auch, glaube ich, noch nichts von auf Twitter von ihm gelesen. Das ist sehr gefährlich. Doch, es gab irgendwie Mauerunkraut. Ich glaube, die ist doch mit dem verheiratet, oder? Das sind jetzt aber Internas. Ja, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mauerunkraut hat, glaube ich, irgendwas retweetet. Ich habe den Typen ja nicht gefollowt, aber irgendwer hat ihm den Platz als Kommentator für den Webvideopreis weggenommen. Oh, ich dachte, der will eigentlich. Egal. Oder das war auf jeden Fall irgendwas von letztem Jahr, weil da hat doch dieser Christian Ulmen, glaube ich, das Ding kommentiert, ne? Ja, dieser Quink für Arme. Philippans, das musst du verstehen, ja. Dieser Tweet ist deswegen wieder hochgekommen, weil sich heute der Tag jährt, an dem ihm jemand etwas weggenommen hat. Was, die Kamera? Das war doch Maniac. Achso, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Die sehen ja auch recht gleich aus von der Frisur her. Ja, also Joe, geht's noch mal weiter mit den politischen Vlogs und wie kamst du mit den Anfeindungen zurecht? Man munkelt ja, dass du damit aufgehört hast, nachdem so ein kleiner Verlierer-Podcast Kritik geäußert hat. Ach ja, ja. Glaube ich nicht, aber wie komme ich mit Kritik zurecht? Also um die Frage mal zu beantworten, solange sie gerechtfertigt ist oder sage ich mal, mir was gibt, gut. Wenn es halt irgendwelcher Scheiß ist, wie man es halt so kennt aus den sozialen Medien, ignoriere ich es in der Regel. Mhm. Und also ich meine, ich habe ja die Sendung gehört, also ich fand das jetzt nicht so tragisch, was da irgendwie von den beiden Kameraden da irgendwie abgesondert wurde, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, eine Sache, die hängen geblieben ist, zwei Sachen, die hängen geblieben sind. Die erste ist, Demon hat gesagt, er ist ein Feigling. Und die zweite ist, Voodoo Panz hat gesagt, er kann ja oft mit mir übereinstimmen, aber. Und er hat natürlich recht in einer Beziehung gehabt. Und man hätte natürlich in so einem Format dann halt auch noch sagen können, woher kommen die ganzen Probleme und so bla bla bla. Ja und nein. Ne? Also man kann das natürlich ausweiten bis zum Get-No irgendwie und kann da halt irgendwie sagen, ja, die Probleme, die wir heute haben, kommen da und da und daher. Ja, aber wie weit man da ausholen will, das ist eben auch unklar. Aber ist das wirklich das Problem, was du identifiziert hast in den Kommentaren? Also ich meine, ich habe auch ein paar davon gelesen, das ist ja eine wide range irgendwo von hey, wie hast du noch da und dazu mehr Informationen bis hin zu du Nazi? Ja, ich habe gar nichts identifiziert, weil ich mich nicht damit identifiziere, was andere Leute darüber denken, was ich sage. Okay, ganz cool. Ehrlich, es ist mir völlig egal. Also ja, mittlerweile mehr egal, als es noch vor ein paar Jahren war. Ich glaube, das ist auch der große Trick bei YouTube mittlerweile, ja, dass es einem scheißegal sein muss, was die Leute da schreiben. Ich meine, ernst gemeinte Kritik kann man annehmen, die kann man sich auch zu Herzen nehmen, aber ich sag mal so, 80%, naja, sagen wir mal 70% der Kommentare, die man da drunter stehen hat, die sind sowas von diffus und lala, weil die Leute, du merkst an den Kommentaren schon, dass die haben kein Hintergrundwissen, die haben keine eigene Meinung zu dem Zeug und blasen einfach nur irgendwas raus. Ne? Und die haben nicht zugehört. Ja, ja, und zuhören tun, ja, zuhören ist ja sowieso, da gibt es ja jetzt so eine Forschung, ne? So Teenies, ja. Und was weiß ich nicht, oder überhaupt so Leute. Wir haben so eine Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile, die ist noch unter der eines Goldfisches. Also von daher, ja, klar, sicher. Ja, selektive Wahrnehmung ist sicherlich auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass die Leute, die ich kenne, da lese ich die Kommentare natürlich auch und auch gewissenhaft und antworte auch drauf, wenn es irgendwas zu sagen gibt. Ja, ganz klar. Ansonsten geht das halt in ein Ohr oder ein Auge rein, im anderen Auge raus. So.
weil es einfach sinnlos ist, sich da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendstel zu begeben. Dafür gibt es einfach viel zu viele Sachen, die wichtiger sind als das. Okay, also du bist jetzt, du hast ja gerade schon ganz schön gesagt, dass ich, oder gerade schön herausgestellt, dass ich eben gesagt habe, ich bin ein Feigling, was allerdings meine eigentliche Aussage das letzte Mal war, die Frankster auch leider nicht so richtig zusammengefasst hat, war... Seit wann fasst denn der Frankster was richtig zusammen? Ja, wenn er schon sich die Mühe macht, was aufzuschreiben, dann finde ich, sollte man das auch belohnen, indem man ihm sagt, dass es scheiße war. Ja, aber das machst du doch die ganze Zeit. Nee, jetzt mal im Ernst. Also wirklich. Tatsächlich, ich weiß, stimmte ich ja auch das letzte Mal schon mit Voodoo überein. Ja, so soll jeder schreiben, sagen, reden, was er will im Netz. Und ich stimme auch mit dir überein. Wem es nicht passt, der guckt halt weg. Soweit kein Problem. Ja. Die Kritik, die ich das letzte Mal versucht habe zu äußern und jetzt gerne auf den Punkt bringen würde, ist, warum hast du da, oder also mir kam es vor in diversen Videos, dass du da halt eben Fakten auf den Tisch legst, ohne irgendwie mal eine Quelle oder sowas. Ja, das kann ich dir erklären. Du. Warum? Ja, weil, weißt du, eigentlich ist das, kannst du dir die Frage selbst beantworten. Weil wenn du eine Quelle nennst, na, für irgendwas, also mal davon abgesehen, dass es halt einfach nur ein Vlog ist, in dem ich halt quatsche. Okay. Ja? Wenn ich eine Quelle nenne, dann kommen halt gleich wieder 10.000 Leute um die Ecke und sagen irgendwie, das ist unseriös. Das ist Stern, das ist Fokus, das ist Spiegel, das ist Bild, das ist NTV. Ne? Das ist nicht seriös. Da habe ich mir gedacht, okay, leck mich am Arsch, dann kriegt ihr einfach gar keine Quelle mehr. So, in diesem Format, ja. Und da hatte ich auch eigentlich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Und da ich dann aber dann auch anfing, dann andere Beiträge mit zu inserten, also einzufügen in diesen Vlog, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ganz ehrlich, eigentlich wollte ich das gar nicht, aber es hat mich einfach überschwemmt, diese ganze Information, die es da gab. Kam dann natürlich irgendwo auch berechtigt die Kritik, so nach dem Motto, ja, kannst du nicht mal deine Quellen nennen und so. Ne? Aber eigentlich wollte ich das nicht und eigentlich will ich das auch immer noch nicht. Genau, nee, also dann verstehen wir uns total richtig. Solange du da sitzt und frei von der Leber irgendeinen Quatsch sagst, ja, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist ja echt Wurst, so. Stimme ich dir halt zu, aber, ja, aber es zumindest ist doch kein Quatsch. Mich hat es echt voll den Eindruck gemacht und ich glaube jetzt echt, da bin ich nicht rein. Er hat rein. Quatsch gesagt, ich habe es auch gehört. Yeah. Ja, er hat Quatsch gesagt. So, nein, gut, doch. Ich meinte... Mhm. Doch. Ja, ich habe Quatsch gesagt, gesagt und habe und er hat Quatsch gesagt. Eindeutig hat er Quatsch gesagt, ich habe es auch gehört. Leck mich doch. So, jedenfalls in dem Moment, wo du halt da wirklich Videos zweifelhaften Hintergrunds hast, weißt du, ist es halt einfach nur fair, der Hintergrund war grün, dass Leute sich das wenigstens herleiten können, für wie seriös sie das halt eben halten. Ja, aber sind die dann so stumpf, dass sie das nicht selber finden? Ganz ehrlich, also wenn sie es wirklich wollen, ja, und wenn ich jetzt halt irgendwie einen Beitrag rausfische, der eine bestimmte Message transportiert, aber auf einem Kanal ist, der total schräg ist, wo ich selber den nicht niemals empfehlen würde, aber genau da habe ich dieses Material gefunden, ja, ohne dass es kommentiert ist zum Beispiel, einfach nur die Bilder, die für sich sprechen, dann wäre ich doch doof, wenn ich diesen Kanal als Quelle angeben würde, ganz ehrlich. Das würde so nach hinten losgehen. Naja gut, also erstmal finde ich, das ist jetzt nicht nach vorne losgegangen. Zweitens, Dinge aus dem Kontext irgendwo hinposten und das als Unterstützung einer Argumentationslinie nehmen, ist halt daneben. Ja, ja. Und ja, natürlich. Also, natürlich. Ja, klar. Du hast bestimmt Abi, oder? Was? Hast du Abi? Nö, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, wegen Sollte der Quellenangabe nicht? Und so, weil du ja jetzt so drauf rumreitest. Nein, überhaupt nicht. Warum reite ich darauf rum? Okay, pass auf, das kann ich dir erklären. Ich halte dich für einen Multiplikator. Und ich glaube, du hältst dich auch für einen Multiplikator. Und weißt du auch, Entschuldigung. Ich halte mich für einen Gärtner und einen Familienvater. Ja, Entschuldigung, der Gärtner war's. Ich halte dich für jemanden, dem in einem Video auf einem neuen Kanal den niemand kennt, mindestens 630 Leute oder sogar noch ein bisschen mehr, einfach so zuhören, okay? So, auf größeren Kanälen von dir sogar noch viel mehr. Und ich finde tatsächlich, dass Menschen, denen so viele Leute zuhören, die ihre Meinung dann eben offen kundtun, zumindest den Schneid haben, wie gesagt, solange es ein Vlog-Format ist, kein Thema, aber zumindest den Schneid haben zu sagen, hier, ich habe dieses Videomaterial benutzt und das kommt daher. Wenn es nicht. Erzähl mir bitte nichts von Schneid haben. Also ehrlich, das geht jetzt ein bisschen weit.
Ja, also ich habe so viel Schneid bewiesen in dieser scheiß Posse, das muss mir erstmal einer nachmachen, ja. Mhm. Und sich jetzt irgendwie an sowas irgendwie aufzugeilen, so nach dem Motto, ey, inhaltlich egal, aber rein technisch hast du versagt, weil du halt deine blöden Links nicht angegeben hast, finde ich echt so dünn argumentiert, das ganz ehrlich. Also ich habe echt krasse Aussagen getroffen, die ich mir tausendmal vorher überlegt habe, und das war meine eigene Meinung. Ja, und nur weil ich halt auf irgendwelche komischen Kommentare eingegangen bin, so nach dem Motto, ey, zeig doch mal, wo du deine Informationen her hast, und ich das dummerweise auch noch gemacht habe, ja, kommt jetzt sowas um die Ecke. Also es beißt sich die Katze immer wieder im Schwanz. Egal wie man es macht, man kann es nicht richtig machen. Es ist egal, wie man es macht. Außerdem ist das nur ein fucking Vlog. Das ist nichts, was wirklich seriös ist in dem Sinne, sondern das ist meine scheiß Meinung. Da gibt es nicht mal einen richtigen Kanalnamen für dieses Ding. Das habe ich mir irgendwann mal geklickt im Zusammenhang mit Google Plus. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich an diesen Kanal gekommen bin. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja, habe ich gesehen, dachte ich mir so, oh, hier steht Joe Cognito mit irgendeiner kryptischen URL, da haue ich jetzt mal ein paar Vlogs raus. Einfach so, weil ich es für mich wollte, für sonst niemanden. Es war mir egal, ja, wer das hört und warum er das hört und wer da was zu sagt oder auch nicht, dass da jetzt irgendwie was nachkommt und so, ist ja alles schön und gut, ja. Mhm. Aber ich habe mir vorher genau überlegt, was ich sage und wie ich es sage, wie weit ich gehe. Ja, und das ist nicht irgendwie rumgeschlammt und so nach dem Motto, hier links oder nicht, ist mir scheißegal. Ich habe mir da schon was bei gedacht. Ist nicht vielleicht auch das Problem, Demon, dass du eine komplett andere politische Ansicht hast als jetzt beispielsweise Joe oder auch ich, dass du jetzt mit Dingen wie Integration, Flüchtlingsthematik, schleichende Islamisierung, dass du einen komplett anderen Standpunkt vertrittst und dass du deswegen das Ganze als schwachsinnig empfindest? Nee, glaube ich nicht. Erstens empfinde ich das nicht als schwachsinnig. Also, ja, als Quatsch, Quark, was auch immer du gesagt hast. Ja, genau. Ja, jetzt wirst du nämlich mal irgendwie auf die Schippe genommen. Nee, so jede Kleinigkeit, die du jetzt sagst, wird jetzt auf die Goldwaage gelegt. Was völlig okay ist. Okay. Habe ich kein Problem mit, ja? Ja, ja. Okay. So, nochmal. Also, ich halte das, wie bereits gesagt, durchaus für eine Meinung, der man sein kann. Und ich bin auch nicht komplett anderer Meinung. Komplett andere Meinung wäre, weiß ich nicht, was Joe Cognito gesagt hat, ist Volksfeind. Kann man jetzt ein Soundbit draus machen und dann kann man sagen, ich hab das gesagt. Mach einen Song draus, gerne. Super. So, ist halt aber eben nicht der Fall. Du musst aber eine Gedankenpause lassen zwischen dem, was Demon sagt und damit du den Loop sauber rauskriegst. Stimmt auch wieder. Okay, werde ich demnächst tun. Also, jedenfalls sage ich nicht. Ne? Und ich glaube tatsächlich, also sagen wir es mal so, ja, ich bin genauso wie Joe und ihr alle hier mit mir im Podcast halt ein denkender Mensch, der sich natürlich seine Schlüsse zieht. Und ich erkenne da Sorge und Angst. Und das ist, was ich denke. Ich sehe das und denke, okay, da hat jemand Sorge und Angst. Super. Tipptopp. Habe ich soweit kein Thema mit. Dann fallen da Sachen wie ein Versagen der Politik in einigen Sachen, in einigen Themen. Ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass alles tipptopp läuft und hey, wenn man doch einfach nur 2 Monate nicht darüber berichten würde, dann wäre alles super. Das ist halt nicht der Fall. Ja, das ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich glaube nur, da andere Gründe für zu identifizieren. Ganz viel davon hat leider mit Geld zu tun. Also Geld, was nicht da ist und zwar in den richtigen Einrichtungen nicht da ist. Und das allerdings ist ein Thema, was ich halt zur Diskussion stelle. Also ich sage nicht, nein, es ist totaler Unsinn und völlig weit hergeholt, dass andere religiöse Muster, wie auch immer, ja, ich bin halt völlig unreligiös, deswegen so, aber jedenfalls, dass die irgendeinen Einfluss haben, sage ich nicht. Sondern ich sage halt, das ist ein Aspekt und ich glaube, man kann ihn auffangen, wenn man an einer anderen Stellschraube dreht. Ja, also man muss nicht Firefighting, man muss nicht an der Stelle, wo das Problem auftritt, direkt eine Stellschraube verstellen, damit man das Problem in den Griff kriegt, sondern ganz viel ist halt ernsthaft die Lösung Bildung. Und Bildung dauert Zeit und kostet Geld. Das ist halt leider ein Fakt. So, und das ist meine Meinung. Und wenn ich damit 180 Grad von Joe abweiche, habe ich das so nicht verstanden. Also ich glaube nicht, dass das so ist. Also Integration, die Flüchtlingsproblematik und die Angst vor Islamisierung lässt sich durch Bildung lösen? Nicht nur. Also ich glaube nicht nur.
Nein, nein, also, das wird jetzt immer so in den Medien auch so ein bisschen, oder was weiß ich, hier von Kabarettisten und so, wird das immer so ein bisschen hochgekocht, dass man das nur mit Bildung machen kann. Und auch von den, ich benutze dieses Wort jetzt mal in Anführungszeichen, weil mir nichts anderes einfällt, von den Gutmenschen, ja, was ja kein schlechtes Wort ist eigentlich im Grunde genommen, ne? Wird und das immer so ein bisschen. Warum ja, Udo in der rechten Ecke? Zack, habe ich einen Aluhut auf. Das wird immer so stilisiert, als braucht der ganze Osten nur Bildung. Aber es sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Es sind, ich weiß nicht, was da alles mit reinspielt. Also das Thema ist halt so komplex, ja, dass vor allen Dingen, dass wir Deutschen, wir sind ja auch so ein bisschen so ein Angstvolk, ja. Also mit unserer Geschichte, man traut sich heute kaum noch was zu sagen und es ist egal, ob du nun irgendwelche Probleme ansprichst, die damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, mit irgendeiner Ausländerproblematik oder mit einer Flüchtlingsproblematik oder sind ja mittlerweile ganz normale Scheißprobleme, die du ansprichst, wo jeder direkt auf dir rumhackt wie so ein Vollidiot. Aber ich glaube, da sind sehr viele Faktoren, spielen da mit rein. Und es ist halt nicht nur die Bildung. Klar, es ist auch sehr viel Bildung, aber es gehören sehr viele mehr Faktoren dazu, die angesprochen werden müssen bei dieser ganzen Geschichte und die thematisiert werden müssen und anständig thematisiert werden müssen. Klar, kann man das jetzt nicht in einem Vlog machen. Ne? Da gebe ich dem Joe auch recht. Ein Vlog hat nun mal nicht so den journalistischen Anspruch. Ja? Wenn ich aber zum Beispiel sehe, dass zum Beispiel, und jetzt muss ich wieder auf mein Lieblingsparadebeispiel kommen, ein LeFloid sich einen journalistischen Anstrich gibt, was er auch schon in öffentlichen Fernsehsendungen getan hat, dann muss ich leider sagen, dann hat er oder muss er auch recherchieren, dann hat er die Pflicht dazu, sich Leute zu holen, die recherchieren, weißt du, und so weiter und so fort. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Genug Mittel hätte er, wahrscheinlich auch durch sein Netzwerk, in dem er ist, oder er ist in keinem, ich weiß es nicht, aber genug Mittel hätte er auf jeden Fall. Aber es gehören zu diesem Problem noch viel mehr Problematiken dazu. Also die greifen so alle ineinander. Und das ist das, was ich halt so ein bisschen problematisch finde, wenn man das jetzt ein Thema in einem Vlog angeht. Klar, soll natürlich jeder machen. Aber diese Problematik, die wir jetzt gerade haben, die ist so dermaßen konfus, dass man meiner Meinung nach schon so ein klein bisschen wie soll ich das jetzt sagen? Also so ein klein bisschen mehr Arbeit reinlegen sollte, wenn man dieses Thema bespricht. Was man natürlich nicht tun muss, also für mich wäre das jetzt so, ne? Wenn ich das Thema angehe, und ich habe schon gar keinen Bock, dieses Thema eigentlich anzugehen, weil es halt so kompliziert ist, und ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, wie Joe, jetzt einen Vlog darüber zu machen, weil ich genau, was heißt nicht trauen, aber ich hätte da keinen Bock drauf, weil ich weiß, was kommt, ja, verstehst du? Und weil ich auch nicht immer alles weiß zu diesem Thema. Und das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und jetzt das Wetter. Danke, Udo. Ja, Wetter haben wir auch. Ja, aber sollte man dann nicht, wenn sich schon mal jemand traut, Dinge zu sagen, die seiner persönlichen Meinung entsprechen und die vielleicht nicht konform mit der Mainstream-Medienmeinung geht, die uns mit aller Macht immer in die Fresse gedrückt wird, sollte man dafür dann nicht eher Respekt zollen als Joe? Ja, aber für jede Meinung, ja, für jede öffentlich getätigte Meinung sollte man Respekt erstmal kriegen. Und es ist egal, ich sage das ganz klipp und klar, mir ist es egal, von wem die kommt, aus welcher politischen Ecke er kommt, sobald sich jemand traut, noch öffentlich seine Meinung zu sagen, respektiere ich das. Und dann hat er auch meinen Respekt. Egal, was das jetzt, egal, ob der aus der ultrarechten Ecke kommt, aus der ultralinken Ecke, heutzutage wird ja alles zusammengewürfelt. Das verdient auf jeden Fall erstmal Respekt. Okay, und warum zollt man dann Joe keinem Respekt? Das ist ja gar nicht so. Also die YouTube-Szene an sich, das ist doch erstmal völlig egal, die spielt doch gar keine Rolle. Sondern das ist die politische Landschaft, die man beobachten sollte, was den Zusammenhang angeht. Und da ist es ja schon so, dass so nach und nach dröppeln dann so die Statements von den einzelnen Leuten halt übers Netz. Ja, egal in welche Online-Zeitung du guckst, vorher haben sie sich alle irgendwie vornehm zurückgehalten, aber ne, sobald man halt merkt, man hat so ein bisschen Rückendeckung irgendwie, das
wird ja auch oft durch Umfragen und so dann halt erstmal legitimiert, ja, dass sie überhaupt was sagen dürfen, also die Politik. Dann kommen sie halt so ganz langsam irgendwie mit dem ganzen Scheiß, den man halt schon mal gesagt hat, irgendwie um die Ecke. Also als Visionär ist man halt irgendwie Opfer, das ist immer so. Und das, da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, das ist mir völlig egal. Ja, und wenn dann andere Leute dann halt auch irgendwie so langsam, sag ich mal, auf den Trichter kommen, in Anführungsstrichen, ja, weil sie sich jetzt mal endlich trauen, weil andere sich ja auch schon getraut haben, okay, ne? Heute zum Beispiel lese ich, Merkel fischt bei den AfD-Wählern rum. Ja, also ich meine, das sind doch so Dinge, die eine Entwicklung aufzeigen, die vor ein paar Wochen noch völlig undenkbar gewesen wären. Mhm. Ja? Ja, wir dürfen die konservativen Rechtswähler nicht vergraulen und wir müssen jetzt was tun und bla bla bla. Oder diese Nummer mit dem Böhmermann, die gelaufen ist und so. Ja, also wenn ich mir so denke, ey, weißt du, das ist nicht Erdogan gegen den Comedian. Das ist ganz klar unser Problem, was wir im Augenblick auch haben. Und das kann man schon sehr einfach bezeichnen, wenn man das wirklich möchte. Ja, das ist halt, wie du halt schon sagst, Voodoo, das ist halt ein großes Thema. Da kann man irgendwie 3 Stunden lang einen Monolog halten irgendwie und dann ist man immer noch nicht am Ende. Aber wenn man das halt mal runterbricht, dann befinden wir uns einfach in einem Religionskonflikt, sage ich jetzt mal vorsichtig, der schon seit Jahren schwelt. Eigentlich seit Jahrzehnten, wenn man es mal genau nimmt. Ob ich jetzt nach Russland gucke, irgendwie Tschetschenien oder was halt gerade in Aserbaidschan abgeht oder die Nummer, die in Afghanistan gelaufen ist oder was in Afrika passiert und was jetzt auch in Europa passiert, was in Frankreich schon lange passiert, was in England abgeht, was in Schweden abgeht und auch mittlerweile in Deutschland. Also uns geht es ja noch relativ gut. Ja? Aber das ist das eigentliche Problem für mich. Plus dass wir fucking viel zu viele Menschen auf diesem Planeten sind, die sich natürlich irgendwann auf den Füßen rumtrampeln. Und wenn sie das nicht mehr machen können, weil keiner freiwillig in den Krieg zieht, ja, weil Krieg ist scheiße, das wissen wir alle, da gibt es Tote und Verletzte und den ganzen Mist und Bomben und tralala, ja. Aber für eine Religionszugehörigkeit ziehen die Leute sehr wohl noch in den Krieg. Und mit diesem Problem setzen wir uns momentan nämlich auseinander. Und wenn Voodoo sagt, irgendwie, ich muss die Gründe aufzeigen, warum wir da sind, wo wir jetzt sind, dann muss ich halt zurückfragen, wie weit soll ich dann zurückgehen? Gehe ich zurück bis zu den Neandertalern, als der Homo sapiens irgendwie Europa erobert hat? Ja, oder so weit muss man ja noch nicht zurückgehen. Gehe ich zurück? Nö, warum nicht? Oder gehe ich zurück bis zum Römischen Reich, ja, wo das Oströmische Reich in der Türkei aufgestellt war, mit der Hauptstadt Konstantinopel, die heute Istanbul heißt, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu weit, noch ein bisschen zu abstrakt. Na gut, dann gehe ich zurück bis ins 11. Jahrhundert oder ins 10. Jahrhundert, wo die Kreuzzüge irgendwie nach Jerusalem unterwegs waren, wo sich die Muselmanen mit den Christen irgendwie auf die Birne gehauen haben. Vielleicht auch noch ein bisschen zu weit. Ah, dann gehe ich doch zurück ins 15. Jahrhundert, als die Ottomanen, so hießen sie ja damals, vor Wien standen, ja, und unsere polnischen Volksgenossen irgendwie den Krieg zurückgeschlagen haben. Ah, ist vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt. Ja, du siehst die Problematik. Also das ist für mich, ja, ist das das, was im Augenblick passiert, also dieser Clash zwischen den Christen und den Moslems, der für mich ganz klar da ist. Ja, das geht jetzt nicht um den Gläubigen, um den stinknormalen Ali, der die Dönerbude betreibt und so. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Kräfte radikalisieren. Und damit meine ich nicht nur die Moslems. Wenn ich nach Amerika gucke und ziehe mir die Christen rein, wie die teilweise drauf sind, dann weiß ich, dass da auf beiden Seiten ein extremes Gewaltpotenzial herrscht, das eigentlich nur darauf wartet, eine Legitimation zu finden, um den anderen so richtig auf die Fresse zu hauen. Im Namen Gottes. Nee. Aber hast du denn wirklich das Gefühl, dass das ein Religionsproblem ist, in dem Sinne, dass die Leute freiwillig für eine Religion in den Krieg ziehen, oder ist es einfach, dass Religionen eben eine einfache Antwort sind? Weißt du, du kannst halt eben kommen mit ja, und hier Mindestlohn und bla und irgendwie und das dritte Kind und tut mir leid, dass du jetzt hier irgendwie Hartz IV kriegst oder, you know, hier das bitte. Das ist doch genau der Punkt. So, du sagst halt entweder das, ja, und versuchst das irgendwie alles mega komplex zu machen, oder du sagst, naja, hat halt Allah gesagt oder hat halt Gott gesagt oder was auch immer. Und das ist doch genau der Punkt. Ich zieh doch nicht in den Krieg, weil du zu wenig Geld kriegst. Ja, na klar nicht. Nee, so, natürlich aber, nicht. Ja, aber ich ziehe in den Krieg, wenn der Muselmane irgendwie Europa angreift. Dann ja. Oder umgekehrt. Verstehst du, was ich meine? Ja, oder ja, wenn die westliche Welt... Warum greift denn der Muselmane an? So, und ich glaube, ne, so, dass ich bei IS
und bei den krassen Christen in Amerika keine besonders hellen Leuchten sehe, außer halt eben den fünf Leuten, die da irgendwo an der Spitze sitzen und davon leben, entweder sich mit einer Kalaschnikow ablichten zu lassen auf der östlichen Seite oder in der oder im Westen halt irgendwelche Hallen oder Kirchen zu füllen, wo sie dann halt eben schön hetzen können. Die Leute, die denen aber zuhören, sind halt nun mal nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen und suchen hauptsächlich nach einer Antwort, die sie verstehen können. Und es ist halt leichter zu sagen, ja, hier Gott, ne, und du musst jetzt leiden. Und leiden heißt, bitte geh in den Krieg und töte jemanden. Und wenn du dem mehr Leid zufügst oder so, ja, dann hier Jungfrauen oder Himmel oder you name it. Und ich glaube, das sind die Leute, die wir halt irgendwie auffangen müssen. Nochmal. Ach, Tatsache. Ich meine, du suchst nicht nach Antworten, die du verstehst? Ich? Ja, klar. Ach so, also bist du auch keine helle Leuchte auf dem Kuchen oder was? So ein Quatsch, nein. Ja, was denn? Du hast es doch gerade gesagt. Also, ich verstehe nur mehr Antworten. Die Leute suchen nach Antworten, die sie Ich glaube, Leute, die sagen, so, für Gott, ja, und dann irgendetwas, sind doof. So, ehrlich jetzt. Sorry, aber wenn das eine bedingungslose Aussage ist, ist das doof. Und es ist dann völlig egal, ob das ein muslimischer Gott ist, ob das, ich glaube, die Buddhisten haben mehr als einen, ob das ein christlicher Gott ist, mir völlig wurscht. Leute, die sagen, bedingungslos für meine Religion ziehe ich in den Krieg, sind doof. Ernsthaft. Also, das ist schon meine Baseline jetzt. Ja, ich glaube, das lassen wir alle mal so stehen, ne? Ja, da kann man nicht gegen argumentieren. Wer für jemanden einen Krieg zieht, der scheinbar nicht da ist und sich auch so einen Scheißdreck für uns interessiert. Naja, gut. Also, Glauben ist doch. Ist doch egal, also wirklich egal. Also im Sinne, man kann den Leuten doch erstens ihren Glauben nicht nehmen und zweitens ist es auch egal, an wen man glaubt. Es ist doch die Frage ist doch, wie wird das verkauft? Und das wird ja, also ich meine, im Namen Gottes, ne? Das haben wir gerade erst. Die Frage ist, von wem wird es verkauft, ne? Also man muss halt einfach mal gucken, von wem wird es dir verkauft? Wie wird es verkauft? Und wenn es so verkauft wird, dass man dadurch legitimiert, andere Leute irgendwie in die Ecke zu drängen, ist es egal, wer das macht. Es ist egal, ob das links macht oder rechts macht oder Mitte macht, ist völlig egal. Aber ist das böse oder nicht? Oder sind wir da jetzt echt anders? Es ist sinnlos. Es ist sinnlos, weil das hat mit Logik nichts zu tun. Und dazu muss man auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sein, stehen, verstehst du? Absolut. Quatsch. Richtig. Nein, also wir leben als Menschheit über unsere Verhältnisse. Wir schaffen uns Probleme. Wir schaffen uns Probleme, die nicht einfach zu lösen sind. Deswegen ist es egal, ob es um Geld geht oder nicht. Okay. Ja? Einfache Lösungen. Die Leute verstehen, ist das, was die Menschheit bewegt. Und solange wir nicht zusammen eine einzige Problematik erkennen und uns darum kümmern, wird es auch immer so weitergehen. Es wird immer so weitergehen. Natürlich. Das wird nicht aufhören. Also das ist eine ganz klare Voraussage. Sowas wird nicht aufhören. Dazu sind wir Menschen einfach noch nicht bereit. Ich meine, von der Logik her leben wir alle auf dem gleichen Planeten. Wir trinken das gleiche Wasser, wir atmen die gleiche Luft etc. bla bla. Ja, wir haben nur begrenzte Anzahl von Ressourcen und. Wir vermehren uns wie die Lemminge, ja, und kacken unseren Planeten zu, um das mal so zu sagen. Das ist doch eigentlich, also von der Logik her müsste man doch spätestens da sagen, irgendwie Schluss. Moment, du vermehrst dich wie die Lemminge. Deine Familie mit zwei Kindern ist keine Vermehrung, wenn man die Kindersterblichkeit noch dazu rechnet, kommt man ungefähr auf 1,4 oder so, vielleicht in Deutschland, in Europa noch mehr. Ja, aber das ist auch übrigens ein sehr brisantes Thema, wenn man halt das wieder auf die anderen Religionen wie ummünzen würde. In Israel zum Beispiel ist es ein ganz krasses Tagesthema. Die haben ja, sage ich mal, ihre Palästinenser im Land, die wesentlich größere Familien haben als zum Beispiel die Israelis. Und da wird ständig argumentiert irgendwie, dass das so nicht weitergehen kann. Und na, ich finde das zwar sehr kurz gedacht, weil das natürlich, wenn man das auf die Weltbevölkerung ummünzt, macht diese Argumentation keinen Sinn. Also wenn ich so nach Bangladesch gucke oder nach Indien gucke oder auch in die afrikanischen Länder teilweise gucke, wo es Städte gibt, die 20 Millionen und mehr Einwohner haben, wo gar nichts mehr geht, ja, dann ist halt klar, dass das ein globales Problem ist. Und nicht irgendwie. Die sterben aber da auch da, wie die fliegen, ne? Wegen, medizinischer Unterversorgung und was weiß ich nicht was. Also da darf man dann auch nicht rausrechnen, ne? Zum Beispiel die Kindersterblichkeit in Drittweltländern. Wie hoch ist die, ne? Und ich sehe diese Überbevölkerungsproblematik sehe ich eigentlich noch nicht. Also ich glaube, die kommt erst noch. Wo wohnst du, Voodoo?
Ja, Moment, man. Bitte? Also, ich wohne im Rheinisch-Bergischen Kreis. Ah, da siehst du das noch nicht, okay. Ja, nein, jetzt muss ich auch mal eben sagen, also na klar ist das ein Problem. Ich glaube, dass Afrika jetzt ausgerechnet als Kontinent in den meisten Regionen tatsächlich eher jetzt nicht an erster Stelle zu nennen ist, sondern eher so Industriestaaten, wo dann eben entsprechend die medizinische Versorgung gut ist. Und man kann jetzt sagen, ja, China, total failed state und die gehen gerade voll unter und so. Naja, geht so, sind halt immer noch verdammt viele und ich glaube, die haben da ziemlich gute medizinische Versorgung beispielsweise. Also zumindest gut genug, dass der da nicht jedes Kind sofort wegstirbt. Und ne, also es ist schon ein reales Problem. Ich glaube nicht wirklich, dass es jetzt zumindest aus Nordafrika kommt unbedingt. Dass da die Überbevölkerung ganz besonders schlimm ist. Okay. Also, zum Glück gibt es ja das Internet. Hm. Na, und da steht, dass die afrikanische Bevölkerung in den letzten, was war das, keine Ahnung, Jahren um das Vierfache angestiegen ist. Also so ganz außer Welt, aus dem Nichts geholt ist das natürlich nicht. Solange ja, ich dazu noch keinen Vlog von Joe Cognito gesehen habe, glaube ich nichts. In welchen Ländern jetzt wie viele Leute sich wie viel vermehren, ist für mich nicht relevant. Ja, relevant ist für mich, dass wir begrenzte Ressourcen haben und immer mehr Menschen sind und diese Ressourcen endlich sind und wir die einfach aufbrauchen. Und dass es deswegen keinen Sinn macht, noch mehr Menschen, egal wie viele, ob die Schallgrenze jetzt schon überschritten ist oder nicht, ja, auf diese Welt zu lassen. Und das kann nur nach hinten losgehen und deswegen wird es einen Konflikt geben und der wird im Namen der Religion ausgetragen. Da wette ich drauf. Naja gut, Religion ist ja immer so ein Ablasshandel auch, ne? Hier, ich mache halt Scheiße und Gott verzeiht mir und alles ist gut. Also von daher bietet sich die Religion für solche Konflikte geradezu an. Eben, ja, weil absolut, für andere Argumente gesagt, zieht einfach keiner mehr in den Krieg, weil das keinen Sinn macht. Also gerade bei uns ist es ja so, dass wir haben es ja noch ganz frisch in Erinnerung, in Anführungsstrichen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dieses Massaker, was da abgegangen ist, ohne dass es irgendjemandem was gebracht hätte, außer dass es halt, ja, ich sag mal, die Industrie hat natürlich verdient, und aber ansonsten sind halt Millionen, 60 Millionen, glaube ich, sind draufgegangen, Leute gestorben für nichts. Das bleibt irgendwo auch hängen. Natürlich gibt es Unbelehrbare auf beiden Seiten, die sagen bla bla und wir müssen das wieder machen und die anderen sagen, das hat es gar nicht gegeben und so. Egal. Ja, aber da für diesen Gedanken, ein Volk braucht Raum und diesen ganzen Scheiß, den sie damals runtergebetet haben, dafür wird keiner mehr in den Krieg ziehen, nicht in Europa. Ja, dann fasse ich das jetzt mal zusammen und ihr dürft mich danach beliebig korrigieren, wirklich jetzt. So, also ich habe das jetzt zumindest für mich so verstanden, dass wir alle mehr oder weniger der Ansicht sind, egal wie extrem wir das jetzt zum Ausdruck bringen möchten, dass Religion vielleicht nicht der beste Berater ist, wenn es um Weltfrieden geht. Okay? So, wir haben auch irgendwie rausgefunden, dass es sowohl im Osten als auch im Westen religiös verbrämte Leute gibt. Ja, so eben in Amerika und sicherlich auch in Europa, weiß ich jetzt nicht, ich habe das Gefühl, es sind weniger, aber sagen wir jetzt einfach mal überall. So. Und ja, im Osten halt eben ganz auch, ne? So Leute mit Sprengstoffgürtel und so weiter. So, und jetzt bei uns drüben. Bei uns weißt du. Ja, so, und jetzt meine steile These. Und wie gesagt, ihr dürft ja gleich gerne beliebig ausführlich widersprechen. So, meine steile These ist, dass der Hauptunterschied zwischen den Leuten im Osten sind, die bereit sind, sich für ihren Glauben in die Luft zu jagen und sowas, ne, und wirklich in Krieg ziehen, und denen, die sich im Westen, in Amerika, in Kirchen versammeln und ganz leise klatschen, wenn es heißt, na, und wir müssen jetzt halt irgendwie Schwulenehe verhindern und wir müssen halt irgendwie Menschen kreuzigen, die, weiß ich nicht, sonst was sind, keine Ahnung, ja, so, dass der Hauptunterschied ist, dass es den Leuten im Westen immer noch besser geht als denen im Osten, weil die haben nämlich, die können nachmittags nach Hause fahren, haben irgendwie so ein Papphaus da aufgestellt, was alle zwei Tage vom Tornado umgeweht wird, Entschuldigung, das war ein Witz, so, nein, also, ne, die haben halt da ihr Haus und so im Zweifel oder ihre Wohnung und können irgendwohin zurückkehren, also ist cool, während die Leute, die sich da krass radikalisieren, im Zweifel das halt eben nicht mehr haben. Ja, und in beiden Fällen kommt halt eben jemand und sagt ihnen, wenn du nur lieb zu Gott bist, dann macht er das richtig. Und im Westen sagen sie so, und jetzt bitte geh wieder zurück in deinen 1-Euro-Job und streng dich mal ein bisschen an. Und im Osten sagen sie, und jetzt nimm diese Kalaschnikow und erschieß diesen Mann. So, und das wäre meine Grundthese. Und wenn das ungefähr, ne, minus ein paar Feinheiten in der Formulierung, etwas ist, worauf wir uns einigen können, sehe ich nicht das Problem, wo wir aneinander stoßen, wenn wir sagen, Religion ist nicht so toll. Nö.
Aber die gibt es auch im Westen, diese Leute. Das sind ja nicht nur diese Typen, die in Amerika zum Beispiel in der Kirche klatschen, wenn es heißt, Homo-Ehe verhindern. Nee, das sind ja auch diese Evangelikalen. Du wirst auf jeden Fall einen hohen Prozentsatz dieser Typen bei der amerikanischen Armee haben. Ja, nehmen wir. Die genau aus diesen Gründen, denen sind die Rohstoffe scheißegal. Die gehen dahin, um die Moslems zu bekämpfen und nicht irgendwem die Ölsicherungsgeschichten hier vorzubereiten, sondern die gehen aufgrund ihres Glaubens dahin. Klar, aber ich meine, nehmen wir doch einfach das wirklich populärste Beispiel eines westlichen Mörders, hier Anders Breivik. Und ich glaube, völlig egal, ob man jetzt Religion toll findet oder nicht, ich hoffe sehr, dass jeder Mensch, wie viele Kinder hat er getötet? 70? 97. Oder so? 97. So, ich glaube wirklich, dass jeder Mensch das für nicht gut hält. Ja, wirklich nicht. Ja, das sagen wir ja alle, oder? Ja, ja, so. Und dass es die gibt, ja, und dass es zumindest von der Berichterstattung, die mir vorliegt, ohne dass ich jetzt negativ recherchiert habe, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass es im Nahen Osten eher dazu kommt, dass Leute sich da radikalisieren als eben im Westen, ja, würde ich jetzt zumindest bereitwillig halt als, wie auch immer, Fakt anerkennen, ja, bis man mir das Gegenteil beweist, so. Und nochmal, ich glaube halt aber eben, dass man jetzt da den Grund für finden muss. Und was soll ich sagen? Ich glaube, Religion verbieten geht halt nicht, sondern wir müssen irgendwie die Probleme kriegen. Und ich glaube, Religion ist irgendwie, wie du schon sagst, ein Ablasshandel oder ein Ventil oder was auch immer, wenn Leute nicht mehr weiter wissen, um halt eine vernünftige Antwort zu bekommen, für sie, ja, so. Und ich glaube, wir können nicht ansetzen, diese Antwort ihnen wegzunehmen, indem wir halt eben sagen, Religion, sondern indem wir ihnen vielleicht eine ebenfalls einfache Antwort aufzeigen irgendwie, und das ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwer, die ihnen halt daraus hilft. Und das ist, glaube ich... Dann müsstest du, einer dieser Ansätze wäre zum Beispiel Armut bekämpfen. Ah. Weil Menschen, die satt sind, die sind eher bereit dazu, auf Gott zu scheißen, sage ich jetzt einfach mal so, und auf diesen ganzen Mist zu scheißen, als Menschen, denen man tagtäglich das Haus unterm Arsch wegbombt und was weiß ich nicht was. Das gehört halt, das ist dieses eins von diesen Themen, was ich eben angesprochen habe, eins von diesen vielen Themen, die dazugehören. Und ich denke, wenn du das verhindern willst, dass Leute in diese Schiene abgleiten, ich kämpfe dann für meinen Gott, dann habe ich wenigstens was, und dann kann mir jeder Imam oder Pfaffe oder sonst irgendwas versprechen, wenn du das und das, wenn du für deinen Gott kämpfst, dann kommst du ins Himmelreich und was weiß ich nicht was. Wenn du Leuten eine anständige Arbeit verschaffst, die können sich ein Haus kaufen und die können sich was zu essen leisten und die können Kleidung für ihre Kinder kaufen, dann wird das so schnell nicht mehr passieren. Das ist so ein Ding, wo ich der Meinung bin, das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz. Aber muss ich dazu sagen, um genau zu sein, auch wieder nicht der einzige. Also wie gesagt, es sind immer 1000 Puzzleteilchen. Ja, da kommst du halt auch direkt wieder, wenn du nur ganz kurz abbiegst, irgendwie auf die Überbevölkerung zurück. Du kannst nicht alle Leute beschäftigen auf dieser Welt, das funktioniert nicht. Ja, wir leben ja im Luxus. Uns geht's doch richtig gut. Wir sind in Anführungsstrichen gebildet, ja, also im Vergleich also alleine schon die Unterteilung in erste, zweite und dritte Welt, die spricht ja schon dafür, was abgeht. Ja, wir sind prädestiniert, ja, wir sind erhaben über die Probleme der anderen, ja, wir versuchen die zu gängeln, damit es uns besser geht, damit wir ihre Ressourcen bekommen. Ja, ja, und das ist halt ein Mittel, also wirtschaftlich, um andere Leute so lange aufzustacheln, bis sie dann im Namen von irgendjemanden aufstehen, wie auch immer der heißt, wie auch immer dieser Gott heißt. Ich finde es übrigens nicht cool, zu sagen, Gott ist scheiße. Ja, das finde ich nicht cool. Es gibt Leute, die glauben an Dinge, an die Natur, an die Geister, an Götter, wie auch immer diese Götter heißen. Ich halte Monotheismus für gefährlich. Ja, dass es nur einen Gott gibt und dass es keinen Gott geben darf neben ihm und so weiter. Und der ist sein Prophet und so ein Quatsch. Das finde ich gefährlich. Aber nicht, dass man den Leuten ihren Glauben nimmt und einfach nur sagt, ja, also jetzt an Religion zu glauben, ist dumm. Also gerade in Bezug auf Völker, die an mehrere Götter glauben, ist diese Aussage idiotisch.
Ja, weil die haben dieses Problem ja gar nicht, des Monotheismus. Die glauben entweder an den oder an den oder an den, je nachdem, wie sie gerade drauf sind. Ja, sind es jetzt eher die Philosophen, sind es eher die Krieger? Ja, also die haben dieses Problem gar nicht. Richtig, deine Aussage ist deswegen auch nicht, wer generell irgendwas glaubt, ist doof, sondern wer sich davon im Namen der Religion radikalisieren lässt, ist blöd. Und ich sage, die Leute, die in dieser Kirche sitzen und zu der schwulen Eheverhinderung klatschen, sind nicht die hellsten Kerzen am Kuchen. Ja gut, das ist, zumindest ist ja auch gut, dass wir das aufgezeichnet haben. Dann kannst du dir selber nochmal anhören, was du vorhin gesagt hast. Absolut. Wir können, können wir uns darauf einigen, dass Leute, die an Gott glauben, doof sind oder irgendwie sowas hast du gesagt? Egal. Aber ich finde, ich meine das auch nicht persönlich, sondern ganz generell finde ich das nicht, ist es nicht so, dass, ja, dass man das verdammen darf, dass Leute glauben, weil der Glaube hilft natürlich den Leuten und vielleicht auch gerade den Leuten, die halt die Orientierung verlieren. Und das muss man denen auch zugestehen, dass sie sich an irgendwas langhangeln können. Ja, also ich meine, die Indianer haben es genauso gemacht wie die Ureinwohner in Südamerika, machen es immer noch. Oder was weiß ich, ein paar Indianer gibt es ja sogar noch. Und andere Völker halt eben auch, die eben nicht dem Monotheismus frönen und nicht im Namen eines Gottes bestimmte Handlungen vollziehen und auch nicht dazu angestachelt werden können, im Namen Gottes, eines bestimmten Gottes bestimmte Handlungen zu vollziehen. Aber man darf den Leuten den Glauben nicht entziehen. Und ich finde, und jetzt kommt von mir mal eine steile These, dass wir heutzutage viel zu wenig glauben, dass wir einfach nur noch Sklaven unserer selbst sind, Sklaven des Internets sind, ja, jetzt kommt es richtig dicke, und wir eigentlich mehr gelenkt werden, als wir es uns selbst zugestehen, von dem Internetgott zum Beispiel. Wir labern nur, guck mal, die Presse zum Beispiel, ja, diese sogenannte Lügenpresse, was macht die denn nur noch? Die hauen doch auch nichts weiter raus als irgendwelche Thesen, die sie selbst noch gar nicht beweisen können. Und erst im Folgeartikel oder in dem Folge-Folge oder in dem Folge-Folge-Folge-Artikel überhaupt erstmal auf den Punkt kommen. Aber vorher erstmal eine Aussage rausdreschen. Da wird auch nicht recherchiert. Ja, da gab es doch jetzt dieses Beispiel, jetzt als die TTIP-Leaks waren. Da hat irgend so eine kleine Tralala-Zeitung, ich weiß nicht mehr, wer es war, eine Stunde, nachdem diese TTIP-Leaks raus waren, hat irgend so ein in Anführungsstrichen Journalist geschrieben, irgendeinen Artikel darüber geschrieben. Ich gebe das jetzt mal grob wieder, also TTIP, was soll denn da dran jetzt der Skandal sein und alle wissen es ja und bla und tralala, wie es läuft und tralala. Weißt du, aber das war irgendwo auf jeden Fall nicht Bundesland Berlin, ja, so, und diese Zeitung, innerhalb von einer Stunde, hat er sich diese Leaks durchgelesen oder was? Das war jetzt nur mal ein Beispiel, wo du gerade sagst, eine Presse, die schreiben halt auch nur noch Schwachsinn, ja, es ist also wirklich, gut, aber das war nur so ein Zwischendingens, Entschuldigung. Zum Thema Lügenpresse vielleicht noch. Ich sitze hier die ganze Zeit und gucke. Sagt auch nichts. Hey, beschwert euch nicht. Auf den Leuchtknopf von meinem Mikro. Oh Mann. Ich hab jetzt die Tage ein geiles Wort gelesen und keine Ahnung, ob das jetzt rechts oder links oder mittig konnotiert ist. Aber ich fand es eigentlich und Pimmel? Geil. Nee, pass auf. Und zwar war das Lückenpresse. Das fand ich lustig. Weil, also, tatsächlich finde ich das wesentlich passender, auch zu dem, was du gerade sagst. Weil, ehrlich, ich glaube echt, ich habe gestern zu den TTIP-Leaks irgendwie versucht, was zu finden. Einfach auf den ersten Link oder zweiten Link geklickt, weiß ich nicht mehr. Da war dann irgendwie irgendeine Aussage vom US-Botschafter von wegen, ja, TTIP ist total missinterpretiert. Und da dachte ich mir so, oh, interessant, was der wohl zu sagen hat. Klick da drauf, da ist das ein Live-Blog mit irgendwie einer Zeile Text drin, so, da folgt jetzt demnächst was. Wo ich mir auch so dachte, so, ach so, na gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass da ein bisschen mehr Infos sind. So. Und ich glaube, mittlerweile basiert ganz viel darauf, dass man sich mega schnell und sofort den Claim sichern muss. So, ja, also diese Überschrift, die muss von mir kommen, weil sonst ist das hinterher nicht zitatfähig. Also von daher, der liebe Joe, schon recht mit diesem Internetgott. Ne? Das ist alles sehr schnell, alles sehr, sehr kurzlebig. Und je kurzlebiger das ist, desto schneller muss man irgendwas raushauen, ne? Damit man überhaupt irgendeine Meinung kundtut, anstatt sich da irgendwie jetzt noch zu informieren. Also das Internet lebt es vor, oder der Internetgott von mir aus. Ja? Und das ist schon echt teilweise, das sorgt
für sich an sich auch schon wieder sprengstofftechnisch irgendwie, ne? Diese ganze Geschichte. Ich will das hier auch nochmal klarstellen und ich hoffe sehr, dass wir da hinterher auch noch so weiter drüber reden können, das ist ja die Aufzeichnung und bla. Die Unterstellung, dass ich Joe nicht respektiere für was immer er macht, kommt halt eben von Frankster. Ja? So. Also, von Frankster kommen viele Unterstellungen. Wie gesagt, halt der Frankster ist der Le Floyd der Isolierstation. So, ich glaube halt einfach nur, dass das nicht schlimm ist, wenn man dann hart darüber diskutiert und am Ende rauskommt, ja, wir sind immer noch anderer Meinung. Na sowas. So, ja, meistens klappt das halt nicht in einer Stunde. Aber es ist doch schön zu sehen, dass zum Beispiel Leute verschiedener Meinung, die sich hinsetzen und miteinander diskutieren, die dann hinterher vielleicht immer noch nicht derselben Meinung sind, aber vielleicht so in ein paar Punkten, ja, mal wieder zusammengefunden haben und sagen, ja, also das sind so Schnittstellen, ja, die kann man schon mal anerkennen. Und alles, was dann nicht Schnittstelle ist, kann man entweder weiter drüber diskutieren oder man ist sich einig, naja, es lohnt sich halt nicht zu drüber diskutieren, weil werden wir nie auf einen Punkt kommen. Es sei denn, wir diskutieren ab jetzt 24 Stunden am Tag, 3 Wochen lang oder so. So, und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, lässt sich am besten unter dem Wort Politik zusammenfassen. Und ich meine jetzt nicht wieder hier irgendwie Politik einer bestimmten Partei oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, dieses Ausgleichen von Interessen und irgendwann einsehen, da ist halt der harte Kern, da werde ich so nicht mehr von abweichen. Aber lass uns doch irgendwie versuchen, noch eine vernünftige Kommunikation zustande zu bringen, weil ansonsten müssten wir uns jetzt hier gleich auf Mütze geben. Das ist der Kern dessen, wie man diskutiert und wie man halt eben Politik macht, eben Interessensausgleich. Ich hab Bock, ganz ehrlich, also ich habe ernsthaft Bock, dass, wenn ich das nächste Mal irgendwie einen Artikel von dir lese, weil ich dir meines Wissens nach zumindest auf Twitter folge, und du schreibst da irgendwas und ich finde das interessant und ich sage, oho, das ist aber interessant, bla bla bla, irgendwas, dass du dir dann nicht denkst, boah, was für ein Idiot-Blog, so, ja, sondern dass du dann sagst, lass mal eben drüber reden, so, und das will ich schon, ja, also so ist das nicht. Und das ist ungefähr so die Basis, auf die ich mich hier ganz gerne begeben will und das halte ich für wichtig. Dass man das auch mal in so paar, ich habe da noch ein paar Sachen, die dir sicherlich nicht gefallen würden. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Oder Voodoo, ich habe an dich mal eine Frage. Du bist doch Kölner, soweit ich weiß, ne? Nee, ich bin Rheinländer. Also Rheinländer. Ich bin Leverkusen, Rheinländer. Ich bin in Leverkusen geboren, wohne aber im Rheinisch-Bergischen Kreis. Aber das Stadtgrenze, ja, das ist... das grenzt direkt an Köln. Also es fängt auf der... Dann reicht das. Das reicht. Weil dann kann ich dir die Frage stellen. Ja, okay. Was hältst du denn von dieser Moschee, die da gebaut wird in Steinwurfweite vom Kölner Dom? Ach so, diese Riesenmoschee. Genau, diese Riesenmoschee. Ganz ehrlich, das ist ein Thema, über das ich echt nur lachen kann, weil da ist bis heute, da betet bis heute keiner drin, weil sich die Leute, die die Moschee gebaut haben, mit dem Architekten um die Außenfarbe streiten. Ja, okay, mal davon abgesehen, aber das, rein... Ich sage dazu ganz klar, so ein Riesending. Aufpassen, was du sagst. Ich sage das ganz klar. Ich muss halt nur meine Worte mal sortieren, nicht wählen. Das ist doch der Punkt, dass es eigentlich traurig ist, dass man da die Worte sorgfältig wählen muss. Nee, sortieren muss ich die. Jetzt nochmal von vorne. Also, ganz klar meine Meinung, dieses Ding ist viel zu überdimensioniert. Ja? Ich bin aber auch der Meinung, dass diese Hinterhofmoschees sehr gefährlich sind. So, und dann habe ich diese Leute lieber im Blickfeld, ja, das Ding steht an der Hauptverkehrsstraße, also wenn du nach Köln reinkommst, steht an der Hauptverkehrsstraße, so, dann habe ich das Ding lieber im Blickfeld, das steht nämlich direkt gegenüber von diesem Fernsehturm in Köln, und dann hat man das im Blickfeld und dann weiß man, was die Leute da tun, ja, und man sieht, wie die Leute sich verhalten, also wenn wir jetzt, was weiß ich, Verfassungsschutz, wenn der sich dafür interessiert, da hat er die Leute im Blick, der sieht, wie die sich verhalten, wenn die da rauskommen, der sieht, wie die sich verhalten, wenn sie da reinkommen, der kann da von mir aus auch reinhören, ist mir scheißegal. Was gefährlich ist, sind diese Hinterhofmoschees, wo dann wirklich teilweise kein Mensch mehr ein Auge drauf hat
Und das sage ich ganz klar. Also von daher ist mir so ein Ding lieber, was ich jetzt absolut lächerlich finde in diesem Zusammenhang, was jetzt aufkommt in Köln, diese Diskussion, wir wollen keinen Muezzin-Ruf und wir wollen keine Minarette. Das Ding hat Minarett, ist vorbei, auf jeden Fall, kannst du dich schon mal nicht mehr gegen wehren, aber Muezzin-Ruf war in Köln und ich denke mal in ganz Deutschland nie ein Diskussionsthema, weil das wirst du nie durchkriegen. Ja? Aber sie machen halt trotzdem so ein Fass drauf auf und versuchen dieses Thema jetzt irgendwie zu, wie nennt man das, zu instrumentalisieren. Wieder für Leute, die halt sich nicht so viel informieren und daran so ein Fass aufzumachen quasi. Und das war in Deutschland nie ein Thema, das weiß ich, weil ich hab einen Onkel, der ist auch Journalist, kommt also auch von der Lügenpresse, und der hat mir halt erzählt, das ist in Deutschland noch nie ein Thema gewesen. Muezzin-Ruf, das wirst du hier nie durchkriegen. Es ist auch abgewiegelt worden von allen Seiten und es ist kein Thema halt, ne? So, aber so diese Großmoschee, also ich selber habe jetzt nichts dagegen, wie gesagt, weil diese Hinterhofmoschees sind für mich der ärgere Kern der ganzen Geschichte als eine Großmoschee in einer Stadt. Ne? Ja, aber das wird sich ja nicht ändern dadurch. Was jetzt meine Meinung zu dem Thema ist, es braucht nicht noch eine. Da gebe ich dir ganz vollkommen recht. Was ich damit meine, haben wir nicht im rheinisch-bergischen Kreis, dass die da nicht alle reinpassen würden. Ja? Also es braucht nicht noch so ein Riesending, ja? Weil die passen da fast alle rein. Ja. Ja, ja. Nee, ich meine, was ich damit meine, dass sich das nicht ändert, ist, dass, sage ich mal, diese Hinterhofmoscheen, die werden ja, sage ich mal, trotzdem frequentiert werden von den Leuten, die eben genau das sehen, was du auch gerade gesehen hast. Ne, du kriegst alle Verrückte sozusagen, das ist ja so diese Ghettoisierung, die du ansprichst im Prinzip, ne? Ja. Dass alle Leute, die dem gleichen Interesse folgen oder in der gleichen Ethnie folgen oder so, möglichst an einem Platz gehalten werden, damit man sie besser überwachen kann. Ich meine, wer das weiß, der geht doch da nicht hin. Ja gut, klar, oder? Sicher. Ja, natürlich. Aber also für mich ist das keine Lösung. Man kann ja wenigstens irgendwie, also so schlau sollte unseren Geheimdienste ja sein, dass man irgendwie schon mal aussieben kann, die Leute, die da hingehen, die sind es nicht. Ne? So. Ja, gut, kannst du natürlich auch so nicht sagen. Also, weil weiß halt eben auch wieder. Ja, gut, aber was kann man schon heute fundiert sagen? Da geht es nämlich wieder um einfache Lösungen. Ne? So Leute wie. Ja, klar, sicher. Also das Problem was versteht man nicht? Darauf schaust du mich hinaus. Disqualifiziert habe damit, dass ich erstens mal nicht wusste, dass es Muezzin-Ruf heißt. Heißt es Muezzin? Muezzin. Muezzin, okay, ja. Erstens wusste ich das nicht. Zweitens, ich habe ohne Witz gedacht, dass das eigentlich normal ist, dass man das hört, also spielen darf. Ich meine sogar, mich daran zu erinnern, dass man irgendwie über so einen Kassettenrekorder, Lautsprecher irgendwo gehört zu haben. In Deutschland nicht. Okay, dann ist das sogar, vertue ich mich da. Würde ich eben deswegen aufgrund dieser Unwissenheit echt auch die Frage stellen, ist denn, gibt es den Hinterhof Moscheen wahrscheinlich, weil die Leute sich bewusst abkapseln wollen oder weil sie keine vernünftigen Gebäude vermietet bekommen? Das weiß ich jetzt wirklich nicht, also keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke mal, diese Hinterhofmoscheen ist, wie Joe schon sagt, im Zuge dieser Ghettoisierung, die ja jetzt auch nicht irgendwie so immer dem deutschen Staat vorzuwerfen ist, sondern die ghettoisieren sich ja teilweise selber, sind die halt entstanden. Ne? Da werden dann ganz normale Räumlichkeiten, irgendwie eine leerstehende Wohnung oder sowas angemietet und dann versammeln die sich da halt. Das Problem halt, was wir hier in Köln schon mal hatten, war ja dieser Kalif von Köln. Mhm. Und das war ja so ein Hassprediger. So, ne, so auf die christliche Kultur und was weiß ich nicht was. Bis wir den hier rausgekriegt haben, und da bin ich eigentlich völlig konform mit, dass man den aus dem Land schmeißt, das hat Jahre gedauert. Wo ich mich dann auch frage, wieso dauert das Jahre? Ja? Und wenn man sich so heute so eine Frage stellt, da ist man ja dann auch schon wieder so ein bisschen, ne? Kommt da auch wieder einer aus dem Hintereckchen mit einer Keule. Aber diese Typen, die gehören einfach rausgeschmissen. So einfach ist das. Ja? Mhm. Und wenn ich mir jetzt diese ganze Erdogan-Geschichte angucke und dass dann hier Leute auf die Straße gehen, Türken, die, und jetzt werde ich mal Nazi, ja, die dann für Erdogan brüllen und für die Zustände in der Türkei, die Zustände in der Türkei verteidigen, ja, dann sollen sie halt da hingehen. Ne? Dann sollen sie halt da auch leben, ja, wenn sie das da so toll finden. Ja, also, ja.
Aber das, ja. Jetzt quatsche ich mich schon wieder um meinen braunen Kopf. Lass uns mal was. Komm, dann machen wir. Ich glaube, Prankster will jetzt auch bald Schluss machen. Er hat mir mal irgendwann gesagt, immer nur eine Stunde. Und da machen wir noch was Lustiges zum Ende. Habt ihr es mitbekommen, dass Pierre Vogel jetzt vom IS boykottiert wird? Was? Ja, und zwar, weil nämlich Pierre Vogel gesagt, also nochmal, vielleicht für alle, die es noch nicht wissen, Pierre Vogel ist so ein Deutscher, glaube ich mal. Ja, der wohnt in Köln. Mit einem langen roten Bart, der halt irgendwie so ein Typ ist. Salafist. Ja, Salafist, danke. Und der halt eben auch ganz doll in der Vergangenheit immer Werbung für den IS und für den Heiligen Krieg gemacht hat und so fort. Ja, und vor allem für die Scharia, ganz toll. Ja, so. Großes Kino. Ja, so und dem, so, weil der hat nämlich jetzt gesagt, nee, Moment mal, jetzt aber nicht bitte alle Extremisten nach Syrien gehen oder halt eben ne, so, sondern wir brauchen auch welche hier in Deutschland. Bitte, ich brauche Leute, die mir zuhören, sonst bin ich kein Prediger mehr. Und da hat der IS gesagt, was? Aufs Maul oder was? So, ja? Und dann hat der jetzt halt in einer Publikation gesagt, dass Pierre Vogel in Ungnade gefallen ist und ein Arschloch halt und nicht mehr Teil vom Dschihad oder so. Oh, das ja, das fand ich mega witzig. Dann kann er ja jetzt wieder Boxer werden. Ich glaube, dafür ist er mittlerweile zu. Ja, Leute, man kann darüber lachen. Also ich meine, ich finde es halt nicht mehr wirklich komisch, was da passiert, ganz ehrlich gesagt. Und die Frage, die ich dir gerade gestellt habe mit der Moschee, ist, weil ich halte das halt für ein Statussymbol. Genau eben auch wie den Dom. Der für die Christenheit steht in Köln. Das hat eine gewisse Symbolik, einen gewissen Symbolcharakter, der indiziert, dass hier eine bestimmte Religion vorherrscht. Das ist in Kreuzberg, haben wir ja auch eine Moschee da, am Görlitzer Bahnhof direkt. Ne? Ja. Wenn du davor stehst, dann denkst du dir so, dann hast du einen gewissen Gedanken im Kopf. Und der Gedanke ist, hier gibt es eine Menge Moslems. Das ist das, was man sieht. Mit den Minaretten und dem ganzen Kram, eben wie so eine Moschee halt normalerweise aussieht. Ne? Okay, ich könnte jetzt die Gegenfrage stellen, wie ist das dann mit christlichen Kirchen in muslimischen Staaten? Ja, da ist es nämlich nicht so rosig, sage ich mal, ist nicht so gut aufgestellt. Ja? Und dass wir das halt zulassen, also dass sich diese Symbolik halt auch in Europa und jetzt auch in Deutschland verbreitet, halte ich für ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Du sagst zwar, da kann man jetzt nichts mehr gegen machen, aber das ist halt genau das, was die anderen Radikalen halt auf den Plan ruft. Und die sagen irgendwie, jetzt reicht's aber. An der Stelle ist jetzt mal Schluss. Bevor wir uns nicht darüber im Klaren sind, wie weit wir gehen wollen und, sage ich mal, unsere Kultur mit anderen Kulturen vermischen oder auch umgekehrt, das ist egal, spielt keine Rolle. Ja, können wir solche Szenarien nicht einfach zulassen? Ich halte es für super wichtig, dass wir unsere Gesellschaft einfach mal entschleunigen. Wir müssen nichts übers Knie brechen. Wir müssen einfach mal einen Gang zurückschalten und mal analysieren, was die letzten 50 Jahre hier eigentlich passiert ist. Wo die Fehler liegen, wo die Fehler lagen, wo die Gesellschaft nach vorne gebracht wurde und das vielleicht zu verstärken und nicht irgendwie, wie nennt sich das, Symptombekämpfung, also so blinder Aktionismus weiterhin zu betreiben, nur um irgendwas zu tun. Und auch da spielt uns das Internet eigentlich, ja, kommt uns eigentlich in die Quere. Ne, durch diese Geschwindigkeit, durch diese Schnelligkeit von Informationen, Missinformationen, Desinformationen, diese ganze Nummer mit dem arabischen Frühling, was halt über Skype und über Twitter lief und meinetwegen auch über Facebook und so, da weiß man echt nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Ja, die Ergebnisse kannst du dir jetzt angucken da vom arabischen Frühling. Ja. Jetzt wirst du was auch immer, also wir müssen einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten und müssen jetzt mal sagen, ey, wie geht das jetzt wirklich weiter? Ja, sollen wir jetzt wirklich Volksabstimmungen zulassen? Ja, nein, warum nicht? Ne, da muss man einfach, na klar, da gibt's auch Diskussionsbedarf. Wie geht das weiter mit unserer politischen Landschaft? Wollen wir uns weiter so mischpokenmäßig alle in der Mitte tummeln oder brauchen wir vielleicht auch irgendwie im rechten und im linken Flügel starke Parteien, die uns irgendwie auch andere Informationen geben? Wollen wir das zulassen? Was ist mit der AfD? Ist das jetzt wirklich ein Problem oder ist das eigentlich eine Offenbarung? Was ist mit den Linken? Ja, die kommen ja von der SED. Ist das jetzt ein Problem oder ist das eine Offenbarung? Eigentlich sind es Kommunisten, ja, wenn man es mal genau nimmt. Ja, und, wenn man
Ja, Ansatz. Genau, Kommunisten, die kommen von der SED. Das ist eine Folgepartei der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die haben eine Mauer gebaut. Ja, ich weiß, aber die sterben halt genauso wie alle anderen. Und ich glaube, haben 9%, die sterben noch lange nicht. Ja, und nein, nicht die Linke als Partei, sondern die Kommunisten, die noch in der SED gedient haben. Als ich nach West-Berlin gezogen bin, gab es hier in Berlin 2,4% Leute, die SEW gewählt haben, die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins. Okay? 2,4%. Ich meine, die haben die Mauer direkt vor der Fresse gehabt. Da habe ich mich auch gefragt, sag mal, haben die noch alle Latten am Zaun? Sind die so blind? Oder sind die einfach nur instrumentalisiert? Ja, aber was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein richtiger Hinweis. Also, ne, dass es diese Entschleunigung, diesen Diskurs geben muss, sehe ich auch so. Was wäre denn deine Meinung? Also, guck mal, ich lebe mittlerweile in der Schweiz und sehe hier direkt Demokratie. Ne? Also, was die Schweizer ja ganz gut machen. Frankster, schalt den mal weg. Der lebt in der Schweiz. Der hat doch mit Deutschland gar nichts mehr zu tun jetzt. Ja, es ist, sorry. So, also, und das funktioniert. Das funktioniert, finde ich, eigentlich ganz gut. Ja, also ist jetzt so meine Beobachtung. Hier gibt es auch Themen, über die sie reden. Beispielsweise ist es so, wenn du hier. Also ich darf hier 4 Jahre lang leben und arbeiten derzeitig und zahle natürlich Steuern. Ich weiß, ja, Schweiz, da zahlt man ja keine Steuern. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, und, ach, nur 4 Jahre? Okay, interessant. Ja, also es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, hier länger zu bleiben. Ne? Also ich weiß oder ich meine zu wissen, dass ich nach 8 Jahren einen Einbürgerungstest machen darf und dann darf ich Schweizer werden, in der Theorie. So, aber worauf ich hinaus möchte, ist, die haben hier zum Beispiel so Probleme wie, die haben 8 Millionen Einwohner insgesamt und 2 Millionen davon sind zumindest keine Schweizer Staatsbürger. Ja, so, das heißt, die dürfen nicht wählen gehen. Aber diese 2 Millionen sind halt nicht alle nicht erwerbstätig oder, also die sind teilweise einfach Steuerzahler, ganz normale Leute, die halt leben und so Dinge machen. So, dürfen aber halt nicht mitwählen. Ne? Also will heißen, die Schweiz hat auch Probleme. So, aber ich würde sagen, was du beschreibst, diese Entschleunigung und dieses jetzt mal einen Beschluss fassen, wäre ja schon symptomatisch eher für eine Direktdemokratie mit Volksabstimmung oder wie auch immer du es jetzt, welches System du auch da immer nimmst. Ist das also das, was du dir vorschwebt, oder? Na klar, das war so der erste Gedanke, als ich einen Fernseher gesehen habe. So nach dem Motto, hier fehlt ein Ja-Nein-Knopf. Abstimmung hier. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und damit meine ich nicht das Fernsehprogramm. Okay. Sondern in politischen Diskussionen, wenn es um Beschlüsse ging oder halt um Vorschläge ging, dass direkt abgestimmt werden kann von den Leuten, die halt so ein Ding besitzen, irgendwie, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Ne? Und nicht irgendwie so hintenrum mit irgendwelchen Befragungen oder Studien oder was da auch immer in Auftrag gegeben wird für viel Geld. Ganz klar, natürlich, wir haben doch die technischen Möglichkeiten, das zu tun. Das könnte man sogar per Brief machen, das ist überhaupt kein Problem. Es wird aber nicht getan. Ja, und das weil die Leute auch immer mehr informiert sind, auch durch das Internet, geht ihnen das auch nachhaltig immer mehr auf den Sack. Und wenn ich halt so gerade in den Osten gucke, ne, die meisten Leute sind ja echt ganz schlecht zu sprechen, gerade auf Sachsen-Anhalt und auf Thüringen und so weiter und so fort. Ich finde, dass wir auch von denen lernen können. Nämlich, dass es gar nicht erst so weit kommen muss, dass es die Probleme gibt, die wir nicht mehr bewältigen, sondern dass sie schon im Vorfeld sagen, irgendwie ist nicht. Ja? Nicht und mit mir aus, kapiere ich nicht. Genau, und ich rede nicht von Prozenten oder irgendwie sowas, sondern halt von einer Meinung. Und das sind immerhin diese Leute, die damals auf die Straße gegangen sind und die den Osten zu Fall gebracht haben. Das darf man nicht vergessen. Die haben die Montagsdemos damals irgendwie losgetreten. Und da haben wir sie gefeiert. Ja, heute schlägt die Welt die Hände über den Kopf zusammen und gibt Reisewarnungen aus und so einen Scheiß, wo ich mir so denke, sag mal, habt ihr sie nur alle? Na, die haben halt Probleme, die haben jede Menge Probleme, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme und die erheben ihre Stimme. Und wie man das jetzt nennt, unter welchem Label das immer läuft, da kann man gerne irgendwie der ein oder anderen Meinung sein. Aber das ist für mich jetzt gar nicht Thema. Sondern, dass da was passiert, da rumort was. Und das sollten wir wahrnehmen. Ja, und das gilt auch für Westdeutschland. Wir sind da nicht von freigesprochen. Uns geht es relativ, also wenn man das alleine schon das Lohnverhältnis irgendwie anguckt, geht es uns immer noch relativ gut, aber das ist auch sehr endlich. Ja. Ja. Nein, das ist das so. Ja. Ja, ja, schön. Unser Thema war heute Joe Cognito und sein kontroverser Politik-Vlog-Kanal und warum sein Content von vielen Leuten fehlinterpretiert wurde, / wird und Joe dadurch fälschlicherweise, würde ich mal fast sagen, in diverse Ecken gestellt wurde, beziehungsweise wird.
ich bin froh, dass wir heute nur dieses eine Thema ausdiskutiert haben und klären konnten. Ausdiskutiert ja, ist ja jetzt ein bisschen und dass wir im Zuge dieser Diskussion nicht etwa auf naheliegende Themen wie Religion oder Überbevölkerung oder auch so Dinge wie Moscheen in Köln zu sprechen gekommen sind, weil das wird ja für einen Podcast dieser Art und Form eindeutig zu weit gehen. Joe, Abschlussfrage, bevor Demon wieder auf die Idee kommt, in irgendeine Richtung zu monologisieren. Wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter mit deinem kontroversen Kanal? Oder sagst du dir, nö, 300 Abos und durchschnittlich 600 Zuschauer sind mir viel zu wenig, leck mich alle, ich gehe Kartoffeln im Garten pflanzen und noch ein paar Braten in den Ofen schieben? Ja, das auch. Also Garten ist auf jeden Fall wichtig. Gerade jetzt wächst ja alles und so. Finde ich toll. Letztendlich geht es irgendwo auch weiter. Ich habe ja eigentlich vor, wirklich einen News-Kanal zu machen. Mhm. Ich scheue noch so ein bisschen den Aufwand, also auch so richtig mit Quellenangabe und so ein Kram. Damit Demon auch mal einen Daumen nach oben drücken kann. Ja, genau. Ja, also sowas richtig Offizielles. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass also dieser Vlog-Kanal ist halt so ein, geht halt irgendwo unter in diesem ganzen YouTube-Brumm. Mhm. Ja, und das ist mir mittlerweile auch nicht mehr wichtig, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich mir dieses YouTube-Ding, diese Szene so angucke, gibt es ultra wenig Sachen, die mich überhaupt noch interessieren. Gerade läuft wieder der Web-Videopreis. Interessiert mich eigentlich schon nicht mehr, ganz ehrlich. Ja, diese ganzen, die Leute, die sich über die Startseite aufregen und so, das hat alles so ein Bart. Ich will das alles nicht mehr in meinem Leben. Ja, deswegen ist es mir eigentlich auch fast egal, wie die Leute meinen Content aufnehmen. Ja, das ist für mich halt nur so eine Art Tagebuch oder wenn ich halt ein Format mache, dann hat es immer so einen persönlichen Tagebuchcharakter in irgendeiner Art und Weise. Es ist nichts, was ich jetzt irgendwie unbedingt an den Mann bringen möchte. Und damit fahre ich wirklich gut. Ja, es ist, wie soll ich das anders ausdrücken? Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Also ich persönlich würde schön finden, wenn es damit, also auch wenn du gerade in dem Bereich weiter vloggen würdest, weil wie ich ja schon in vergangenen Ausgaben gesagt habe, ich fand das gut, ich fand es wichtig und einer muss es tun und in vielen Bereichen des Webvideos war es immer du, der so Dinge getan hat, weil es nun mal kein anderer tut, ne? Ja gut, es gibt ja immer so Nachfolger, die das dann halt trotzdem auch machen oder gerade deswegen auch machen. Das finde ich auch in Ordnung. Mhm. Ja, gerade vorgestern hatte ich wieder ein Telefongespräch mit jemandem, der mich auf meine Videoamtszeiten, als ich halt Simon Desio und Lord Abaddon und bla bla bla, warum machst du das nicht mehr? Ich will das jetzt auch machen. Was kannst du mir raten und so Zeug, ne? Habe ich gesagt, lass es. Das ist einfach. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Zum einen wäre es, lass es. Meine Herren, es hat mir Spaß gemacht, dieser Diskussion heute zuzuhören, muss ich fast sagen. Und in Zukunft weiß ich, ich unterstelle Demon einfach irgendwas und ab geht die Uschi. Es wurde vorhin angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass einfache Lösungen geschaffen werden müssen, die Leute verstehen. Ich habe hier eine Lösung für euch. Abo dalassen, Daumen nach oben und Kommentar unter das Video. @isolierstation, @voodoopants, @demon, @joecognito, @derfrankster bei Twitter folgen. Denn da steppt weiterhin der Bär. Ist ein Fact. Da könnt ihr noch so lange auf Snapchat eure Pimmelbildchen posten. Twitter bleibt das Medium numero uno. Und nicht vergessen, der Slogan dieser Ausgabe. Und danke, Joe, für dieses Stichwort, für diesen Claim, für dieses Zitat. Wir sind alle Sklaven des Internets. Bis zum nächsten Mal. Gern geschehen. Harte Arbeit, Feierabend, jetzt geht's ab nach Haus. Ich setz mich an den Rechner und rufe Twitter auf. Ich durchforste meine Timeline, ist es schon soweit? Ich kann es kaum erwarten, es ist doch höchste Zeit. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ich höre sonst keine Podcasts, die sind doch alle Dreck. Doch die Isolierstation, ich komm davon nicht weg. Ich komm da nicht von runter, ich bin infiziert.
Ich brauch die neue Folge jetzt sofort bei mir. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Wir haben jetzt die dritte Isolierstation in Folge, wo ich mir das aufgeschrieben, aber nicht angesprochen habe. Und eben dachte ich mir noch ganz kurz, Joe hat es kurz erwähnt, ich hätte das noch mit reinbringen können, aber Simon Desio war bei Alarm bei Cobra 11. Und zwar schon am 7. April, aber es hat wahrscheinlich keiner von uns gesehen. Der war doch auch bei den Schulfahndern, wie ich mal gehört habe. Und was weiß ich nicht alles. Ja, aber das war bei Schulfahndern, war es ja als Doku. Ach so. Setzen lassen? Ja. Ach, jetzt habe ich es verstanden.